Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal des Allesmachers. Heute mal mit einem etwas anderen Thema als Atmos oder wie man einen Hang absichert, nämlich mit diesen Heizungen. Jeder von euch, der sie kennt oder schon mal gesehen hat, wird sie wiedererkennen. Infrarotheizungen. Habe ich einige von, wie ihr hier seht. Ist nochmal ein etwas größeres Modell. Ich zeige euch auch gerne gleich nochmal die anderen. Insgesamt habe ich knapp 15 Stück damals gekauft, bevor ich meinen Atmos Heizkessel geholt habe, weil ich ursprünglich geplant hatte, mein Haus komplett mit Infrarotheizungen zu beheizen. Jeden, der das machen möchte, kann ich davon eigentlich nur abraten, leider. Infrarotheizungen sind eine schöne Sache für ein bisschen Hitze so zu bekommen, dass man Hitze, also sich die im Zimmer stellt oder auch im Badezimmer montiert, wo man die dann einschaltet. Und dann, die geben eine sehr angenehme Wärme. Das muss ich wirklich sagen. Aber die Leistung ist halt leider zu schwach. Ich habe die mit unterschiedlichen Leistungen. Die ihr hier gerade seht, hat, ich meine, 475 Watt. Dann habe ich drüben auch noch ein paar 1000 Watter. Und ich habe auch eine, die ich euch gerade gezeigt hatte, die hier in der Ecke hochkant steht. Die hat 1000 Watt. Und ja, wie soll ich sagen? Ich habe insgesamt 13 Räume in meinem Haus, hatte vorgedacht, in jedem Raum mindestens einen reinzumachen. Die ihr hier seht, war fürs Badezimmer geplant. Habe ich im Badezimmer platziert, hat eine Wand angestrahlt, also hat als Gegenüber eine Wand gehabt, kein Fenster, keine Türe, sondern eine massive Wand. Ja, die Heizleistung war für die Zwischenzeit Herbst, Winter, Herbst und Frühling super. Da waren die voll und ganz ausreichend. Allerdings im Winter selber, dafür ist das Haus dann doch nicht gut genug gedämmt. Ich habe einen Altbau, muss ich dabei sagen, von 1962. Und dieser Altbau, der kriegt es, da schaffen die Heizungen es von der Leistung her einfach nicht, den warm zu machen. Die sind dann wirklich, ich habe es einen Winter lang mal durchgehend getestet, weil ich in der Zeit halt einfach auch keine andere Heizung hatte. Das ist jetzt 3 Jahre her. Da war noch nicht dieses Problem mit der Energiekrise und dass der Strom teurer wird und das Gas und alles. Nee, es war halt wirklich einfach die Sache, dass ich gedacht habe, es wäre die einfachste und preiswerteste Lösung. Weil man kriegt ja auch schon sehr preiswert im Internet zu kaufen. Also damals fingen die bei, ich glaube, bei 50 Euro an. Das waren dann die ganz preiswerten. Und dann ging das hoch bis 300, 400. Das war aber schon so das Maximum. Also die ihr hier seht, habe ich auch aus einem Bauhaus. Das war die erste mit Versuch. Die hat auch hier an der Seite einen schönen kleinen Regler, wo man die Hitze einstellen kann. Die anderen, die böllern einfach auf 100. Die habe ich dann aus dem Internet. Die anderen und die böllern einfach mit 100% Leistung rein. Da braucht man dann noch Steckdosenthermostate extra, damit diese halt nicht nonstop 100% geben und den Raum in eine Sauna verwandeln. Genau. Es ist die Sache, ich habe dann irgendwann bin ich dazu übergegangen, in die Räume, dann einzelne Räume wieder die Heizung raus zu entfernen und die in andere Räume, wo man halt mehr sich drin aufhält, reinzusetzen. Ja, damit ging es dann gerade so den Winter über. Aber im Endeffekt musste ich nochmal Heizlüfter kaufen und in die Räume, wo man drin ist, sich viel aufhält, die noch mit reinstellen. Und wer Heizlüfter kennt, der weiß, die machen nicht so eine angenehme Luftwärme, finde ich persönlich. Die Infrarotheizungen machen eine sehr, sehr schöne Hitze und die Luft fühlt sich auch sehr schön zum Atmen alles an, aber die Heizlüfter sind da ja ein bisschen anders. Deswegen und ja, deshalb hatte ich mich ursprünglich für die Infrarotheizung entschlossen. Kann ich allerdings leider nicht weiter empfehlen. Genau. Ja, Gesamtkosten waren, ich glaube, knapp 3000 Euro, die ich für die Heizung ausgegeben habe. Also im Endeffekt für ein komplettes Heizsystem nichts. Aber die 3000 Euro waren leider auch in den Wind geschossen. Ich meine, jetzt ist es ganz gut. Jetzt kann man sie nochmal haben. Und wenn es dann kalt ist, setzt man sich halt noch vor die Heizung. Ist dann schon angenehm. Aber jetzt, wo die Preise so hoch gehen, würde ich das auch nicht mehr machen, ehrlich gesagt. Ich hatte vor 3 Jahren eine Stromrechnung von oder ein Verbrauch von, wir sind 4 Leute in diesem Haus, 13 Räume insgesamt. Und, also relativ groß auch, 250 Quadratmeter. Ich hatte einen Stromverbrauch von, ich glaube, lasst mich lügen, ich meine, es wären 26.000 kW gewesen.
Und das ist schon ordentlich. Das heißt, ich durfte auch, damals hat der Strom noch nichts gekostet, also war er preiswert mit, ich glaube, 19 Cent die Kilowattstunde, habe ich einen super Deal damals, Neukundenrabatt und so weiter, war ich bei 19 oder 20 Cent die Kilowattstunde, kann man heute auch nur noch von träumen. Und ich habe, wenn ihr das aber dagegen rechnet, ist das schon eine immense Summe, die da fällig wird oder wurde. Deshalb kann ich nur davon abraten. Wozu sie wahrscheinlich sehr, sehr gut dienen ist, es gibt neuerdings dieses Aufkommen Infrarot-Sauna. Da könnte ich dazu tendieren, wenn man das selber bauen möchte, dass man die da super benutzen kann. Weil wenn man dann 9 Stück davon zum Beispiel in eine Sauna rundherum platziert, dass die kompletten Wände Hitze abstrahlen und ein relativ kleiner Raum ist, dann werden die wahrscheinlich super schön den Raum heiß machen und mit einer richtig angenehmen Luft auch. Nicht so eine trockene Luft, sondern eine richtig bombige Luft, denke ich mal, wird es da dann auch drin sein. Habe ich leider noch keine Erfahrungen mit, aber ja, wenn ihr ein Video dazu sehen wollt, wie ich eine Sauna, nee, Infrarot-Sauna baue, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare, liked und abonniert das Video. Dann weiß ich, dass ihr davon mehr sehen möchtet. Genau, das war eigentlich nur so ein kurzes Update zu dem Thema Infrarotheizungen und ich würde sie nicht empfehlen, da sie einfach kostentechnisch sich nicht lohnen, muss ich zum Schluss hin sagen. Haben ihre Vorteile, haben aber auch viele Nachteile. Ich hoffe, ich konnte alle eure Fragen beantworten und würde mich natürlich über ein Abo und ein Like sehr freuen. Euer Allesmacher, bis bald und schaut auch gerne mal in meinen Kanal.